Okay, I'm back. You see now here I have put over here some insulation paper, and I rolled this end of this alufoil into some insulation paper and sticked it into this pipe now, into the straw, where I have here the graphite, in the center the lamp black powder, and wet powder with an electrolyte of potassium carbonate. And I'm getting now, because it's not so good contact, I only get 1.24 volts, maybe also, yeah, because it's not like this good electrode. It depends really on the graphite you are using here, or the lamp black. This was probably also done, or maybe it depends also a little bit of the surface area. Also nochmal auf Deutsch, ich habe jetzt hier so ein bisschen Paper Towel, also Küchenpapier hier, um die Aluminiumfolie rumzuwickeln, gewickelt, um das ein bisschen zu isolieren. Und hier innen drin, wie gesagt, ist ja das Lampenruß. Und jetzt habe ich hier die andere Elektrode. Und das hängt auch ein bisschen von den Elektroden ab, wie hoch jetzt die Spannung eigentlich ist. Also mit dieser Elektrode, Graphitelektrode, ist die Spannung halt nicht so hoch, als wenn mit dieser schönen Graphitpapierelektrode. Man sieht jetzt nur 1,26 Volt. Man sieht das hier auf dem Bildschirm, ja. Und jetzt gucken wir nochmal schnell, was das hier Spannung strommäßig macht. Ja, auch nur 2,8 Milliamps only. It really depends on the size and also the surface area. So the best thing is to have a flat, quadratic or rectangular graphite paper electrode, then have paper towel, and then have a layer of alufoil, and this really big big surface area. The more surface area you have, the more current you can draw, and as an electrolyte, potassium carbonate. So, also nochmal kurz auf Deutsch, also man kann umso mehr Strom ziehen, umso mehr Oberfläche man hat, also man muss möglichst eine große Graphitpapierfläche sich quadratisch oder rechteckig machen, dann praktisch als Isolation hier so ein bisschen Klopapier oder hier so Küchentuchpapier nehmen, dann das ein bisschen nass machen mit Wasser und Kaliumcarbonat und obendrauf dann eine Alufolie. Man hat dann den Vorteil, dass dann nur die Alufolie sozusagen sich zersetzt. Und wenn die Zelle dann nicht mehr funktioniert, dann kann man sie halt ganz einfach auseinanderbauen. Nimmt einfach, schmeißt das Papiertuch mit der Alufolie weg und hat dann immer noch die funktionierende Graphitfolie. Die Graphitfolie verbraucht sich nicht. Deswegen hat man den Vorteil, dass man eigentlich nur als einzige Komponente, die man mal nachfügen muss, die Alufolie hat. So, once in English. If you use this cell with graphite paper towel and alufoil, you have the advantage that you can always reuse this graphite paper electrode. It will not consume itself, or will not be consumed, and you always can reuse it and just throw away the paper towel and the corroded alufoil. You get some new alufoil from your supermarket, put it in there, and you have a new fresh cell, and just add some new electrolyte. So, it's not used up. So if you also do it without this, you can also use like a normal car battery. You can do it also this way, that you have a plate distance. So without the, as we did before here, just a water base, just a water electrolyte with a potassium carbonate. So you have just these two plates standing in this electrolyte. Then you have a normal galvanic battery, and where the alufoil is used up. So you can then pull out the alufoil when it's used up and just put in again new alufoil, and then you have a new cell, and maybe refresh a little bit the water potassium carbonate.